Willkommen Leute, zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda. Es geht nun weiter. So, schauen wir doch erstmal, ob wir diese Zusatztasche, die brauchen wir definitiv. 600 Rubine kostet die. So, die Schweinemenge. Aber ich würde sagen, holen wir sie, weil die echt schon verdammt wichtig ist. So, gucken wir mal, ob wir irgendwelche Kisten jetzt dann öffnen können. Ne, sieht nicht danach aus. Keine Kisten, die aktiv sind. Aber dafür wahrscheinlich umso mehr hier. Ja, hier haben wir gleich mal 4 Kisten. So, hier haben wir die Kiste Nummer 1. Oh, eine kleine Dekotasche halten. So, wo ist denn diese Kiste hier? Die ist lauter blauen Strahl leider nicht. Kann man denken, da irgendwo hinter dem Haus wahrscheinlich. Ah, hier. Okay. Oh, 300 Rubine wieder, das ist schön. Damit können wir aber definitiv ein paar Sachen aufwerten. So, was haben wir hier? Oh, wieder 100 weitere Rubine. Ah, hier unten runterklettern, das ist das sehr praktisch. So, was haben wir hier drin? Du hast die Schatzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit, wenn du auf Schatzsuche gehst. Cool. So. Schauen wir doch mal noch nach ein paar Nebenquests, ob wir überhaupt noch irgendwas erfahren. Ah, da will wieder was von mir. Okay. Dann schauen wir doch mal, was er auf dem Herzen hat. Bist wieder da. Gerade rechtzeitig. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Als nächstes wirst du uns bei der Kürbisernte helfen. Und ich will keine Beschwerden hören. Das dürfte dir leicht fallen. Du bist doch bestimmt das Kürbisfeld raus. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Weitere Einzelheiten erklärt dir Kabocha. Aber vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Wer kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet? Weiß ich auch nicht. So, die werden wahrscheinlich auf der Rückseite dieses Hauses sein. Kürbisernte, da bin ich ja mal gespannt. Dann ist es beschlossene Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird das reinste Zuckerschlecken. Dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten. Versuch 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Also bist du bereit? Los geht's. Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeige dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen.
Gib dein Bestes und trage die Kürbisse in das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuche möglichst langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts zu fallen drohen, gehe nach rechts, drohen sie nach links zu fallen, bewege dich nach links. Die Balance zu halten ist hierbei das A und O. Gerade nicht in Panik und fange bloß nicht an zu rennen, sonst fallen die Kürbisse auf den Boden. Drücke dir die Daumen. Wie soll ich das schaffen? Willst du das schaffen? Nee, das ist ja abartig. Ah, jetzt habe ich es langsam raus. Ich wusste, du würdest es schaffen. Du hast tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Ab vielen Dank. Ja, mit der Bewegungssteuerung. Gut, du musst halt nur laufen und musst halt gucken, dass du das Gleichgewicht hebst. Aber somit scheinen jetzt hoffentlich meine Schulden endlich beglichen zu sein. Aber wenn man da mal den Dreh raus hat. Aber coole Aufgabe auf jeden Fall. Oh, ist dies wirklich der richtige Zeitpunkt, um sich eine Pause zu gönnen? Hast du nicht noch etwas zu erledigen? Eigentlich nicht, oder? Klassische Arbeit. Wie es aussieht, hast du alle Kürbisse geerntet. Trotzdem, deine Schulden für den Kronleuchter sind damit noch lange nicht beglichen. Mir wird schon noch etwas einfallen, wobei du mir helfen kannst. Komm später wieder. Okay, der hat immer noch nicht genug. Da irgendwas gerade? Wow, du hast das Geschenk der Göttin erhalten. Das heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe einst der Göttin selbst gehört. Wow, okay. So Leute, im Wald von Firon haben wir auch noch ein paar kleine Verstecke, und zwar einmal hier. Was wir noch frei drängen können. Oh, hier haben wir ein Herzteil. Wie schön. Hier oben haben wir das nächste Versteck, und zwar hier bei dem Tempel von Firon. Hier haben wir auch noch was aufzusprengen. Mal gucken, was hier hinten versteckt ist. Eine Truhe. Geld wäre jetzt gut. Oh, du hast einen goldenen Schmuckschädel erhalten. Ein wirklich sehr seltenes Schmuckstück. So, auch geht's weiter in die nächste Region. Und zwar der gelbe Strahl. Wir haben uns natürlich noch so ein bisschen vorbereitet. Haben noch die Materialien noch geholt für die Bombentasche und so. Gebieter Achilles, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Oh, okay. Ranel-Mine.
Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ja, hier bin also ich. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Müssen wir uns doch mal als würdig erweisen. Waren wir hier? Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er nun uns sagen will. Oh, hier haben wir einen Block. Da oben haben wir sogar... Oben haben wir sogar eine Truhe. Einen wunderschönen guten Abend, Brickelink. Herzlich willkommen. Mir geht es gut. Wie geht's dir? Ah, verdammt, ich hab falsch gedrückt. Ah, ein Rubin bloß. Hol ich lieber die 5 Rubine. So, hier haben wir eine Statue. Dann gehen wir doch mal später dahin. Okay, wenn sie Strom passen. Offenbar muss ich es wohl da nach unten schieben. Dann würde ich da hochkommen. Wieder Rubine. So, hier haben wir schon mal einen Kristall. Dass wir bald gleich beide Felsen erwischen. So, dann aktivieren wir doch mal diesen Schalter hier. Mal sehen, was passiert. Oh. Hier kommt die Zukunft. Cool. Oh, was haben wir hier? Irgendwas Neues? Du hast eine Äonenblume erhalten.
blühte bereits in vergangenen Zeiten wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. So, wir haben wieder was, wo wir noch benötigen. So, hier haben wir diesen Zug. Hier muss die Lore durch. Psst. Geh aus dem Weg. Oh, nicht sehr freundlich. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. In der Vergangenheit. Okay. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Na, danke. Tut man was Gutes und dann wird man nicht mehr mit. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranel-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. Ah ja, kein Wunder. Oder keine Panik. Die Frage, welchen Zug muss ich jetzt nehmen? Nehmen wir mal den hier. Ah ja, okay. Eine Kiste. 20 Rubine. Oh mein Gott. Und wieder Rubine. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Das ist keine Kappe. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Ich soll euch den Arsch retten, für das, dass ihr so unfreundlich seid. So, jetzt können wir wieder hier zurück. So, was sagen die gute Kerle? Die Steine der Zeit bewegen uns. Und unsere Maschinen, ihre Energie sprengt jede Skala. Du interessierst dich für die Steine der Zeit, dann musst du ins Ranel-Steinwerk. Sagen wir mal noch Bomben mit. Jede Bombe zählt. Den gehen wir lieber mal aus dem Weg. Sind die Gegner nicht schwer? Hallo Sabrina, willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Oh, was haben wir hier? Du hast eine Ranel-Ameise gefangen. Man sagt, in dem Bau des Insekts
würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Mein Gott, das sind schlaue Tierchen. Sind ja schlauer als viele andere. Schlauer als der Mensch. So, da haben wir schon mal die ersten drei. Wirklich krass, ey. Hohen IQ haben die. Ich hab dir WhatsApp geschrieben. So, hier haben wir nichts. Hallo, meine Kleinen. Oh. Schau mal lieber ab. Ich glaube, du brauchst eine Bombe. Was? Sehen was? Ah, okay. Gibt man nur Kerne. So, da hinten haben wir eine Schatzkiste. Auch hier echt eine ganze Menge Energie. Also irgendwo runter. Oh ja. Oh, mal wieder ein Glipper seit sehr langer Zeit. So, wenn dieser Zug auf jeden Fall da ist, oder dieser Waggon, dann muss ich mit Sicherheit hier irgendwo wieder einen Kristall befinden. Ich hoffe, das reicht von da. Tatsächlich. Da so nervig. Aber das war kein guter Wurf. Sehr schön. Und da kommt schon gleich die nächste Bombe. Aber die war nicht gut geworfen. Ja. Oh, die sieht gut aus. Dass die Wüste weggeht in der Vergangenheit. Und das war's. So, mal gucken, was die hier sprechen. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt,
dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Ah, das ist echt schrecklich. Ah, okay, hier ist also der Waggon. Komme ich hier jetzt nach oben zu der Kiste? Kann das sein? Nein, leider nicht. Leider noch nicht. Oh mein Gott, wie kann er mich treffen, wenn ich da vorbei renn? Oh mein Gott. Dann muss es da hinten sein, die Kiste, ja. Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du etwa Steine der Zeit? Bzz. Ja, wer weiß. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Oh, was haben wir hier? Libellen. Jawohl, du hast eine Gerudo-Libelle gefangen. Die Facettenaugen dieses Insekts glitzern wie Rubine. Seine langen Flügel sind durchsichtig wie Glas. So, wir haben auch eine Libelle und schon drei Ameisen. Hier haben wir ja noch eine. Na komm schon her. Komm, fang ihr, hört und tschüss. Was haben wir hier drin? Oh, eine blaue Vogelfeder. Aber so selten sind die eigentlich gar nicht. Man muss immer gucken, dass wir halt, dass man bei den Vögeln ist. So schön in die Mitte, dass alles hier in die Luft gesprengt wird. Gut, dann würde ich mal behaupten, müssen wir gleich wieder mit dem Waggon fahren. Erstmal wieder hier ein paar Bomben aufsammeln. Hallo, Captain Flashdance, ich grüße dich. Oder Sascha. Ich spiele mit dem Pro-Controller, ich spiele nicht mit dem Joy-Con. Also da muss ich absolut nichts kalibrieren. Läuft perfekt. Nur mit der Steuerung noch ein bisschen manchmal Schwierigkeiten, aber sonst ist es echt gut. Weil bist du eigentlich schon bei dem Spiel? So, wo sind wir denn jetzt? Oh, im Wüstengebiet. Geht's dir, Sascha? Lange nicht mehr gesehen. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Oh ja, das sieht man. Wüste Ranel. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Okay. Ich empfehle, Minus zu drücken und auf der Karte auf die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Okay. Nach dem dritten Tempel bist du schon. Okay, dann bist du echt gut voran. So, schauen wir mal hier. Okay. Hier speichern wir erstmal ab, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Ich hatte das Game aber auch für die Wii. Wollte es wieder mal spielen, aber Augenkrebs auf der alten Konsole. Na gut, das war schon pixelig. Aber das war damals die Grafik und ich habe es auch damals durchgespielt. Aber keine 100%, soweit ich weiß. Nur fast 100%. Wo ist denn mein Schild eigentlich? Hier.
Oh mein Gott, der ist schon weg. Weil. So, mal gucken, was wir hier machen müssen. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal was zu. Da kann man bestimmt nachher abkürzen. Oh mein Gott, hast du dir den Kopf abgezogen? Was ist da los? Und tschüss. Du armes Getier. Hast du dir den Kopf gestoßen? Ja, die Heuballen kannst du im Netz fangen. Ja, das ist dieses... Gut zu wissen. Ah ja, die meinst du. Du hast Wüstengras erhalten. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. Wow, das nächste Material. Hier aber mal wieder zu den Bomben zurück. So. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ah, die kann man zu Leben erwecken, wenn man diesen Stein findet. Der wahrscheinlich hier hinten sich befinden muss. Vielleicht. Mal gucken. Ah, das geht gar nicht. Ah, von oben muss man das machen. Okay. Kann man das schieben? Nein. Kann das gar nicht werfen. Ich glaube, man kann das gar nicht da hoch werfen, oder? Nein, unmöglich. Was muss man hier machen? Aber schauen wir mal. Oh. Okay, der Treibsand ist sehr aggressiv. Erstmal gucken, wo ich hin muss. Ja, mach's gut, Sandra. Man sieht sich. Schön, dass du da warst. Ah, da ist die Kiste. Wüstengras wiederhalten. Wüstengras kannst du in der Wüste Ranel und anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du dies siehst, fange es schnell mit dem Schmetterlingsnetz ein. Okay, da muss ich dann auf diesen Kasten hier dann rüberschmeißen. Na, drin muss aber dieses Ding sein und der Kristall, ja. So, die Vergangenheit kehrt wieder zurück. Oh, der ist da eingesperrt, das ist aber echt gemein. Ist da auch ein Loch? Sehe ich das so richtig oder? Nein, kein Loch. Hilf mir! Hilfe! Wow! Wow, das ist echt. Nein! So, der hat sie gefangen. So, mal gucken, was der jetzt für mich hat.
Du hast mich gerettet. Psst. Das war knapp. Beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Hm. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier. Ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Oh, was macht er jetzt? Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Stangen kann er Items aufheben und tragen. Cool. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Das ist natürlich sehr nett von dir. Dankeschön. Müssen wir das mal rausfinden, wie das hier überhaupt funktioniert mit dem Greifen. So, hier hinten haben wir zum Beispiel mal eine Bombe. Bauen wir mal. Ah, okay. Das ist ja interessant. Richtig cool. Haben wir noch irgendwas hier in der Umgebung? Ja. Zwar hier haben wir noch zwei. Wo ich da eigentlich ein bisschen näher rangehen könnte. Voll cool, dass man das auch so durchgehend steuern kann. Boah. Auch ja mal richtig viel Kraft hier. Ich weiß, was diese Zielscheiben das sind. Irgendwie abgießen oder so, kann das sein? So, was richtig aussieht. Also die Vergangenheit ist doch noch für was gut. Hallo. Oh, du machst mal einen Hit hier. Da hinkommen. Hab ich nicht. Ah, Mann. Ah, oh, Mann. Vor allem die Wände, die Kehrtwände machen. Radsteuerbord. So. Oh, ein Bernstein. Obwohl ich davon eigentlich ja auch schon wirklich zu Genüge habe. So, hier hinten ist der Fels. Da würde ich gerne hin, aber... haben wir hier oben schon wieder. Yeah.
Nein! Ah. Okay, aber er ist tot. Mir eine gute Plattform, um da sich zu bewegen. Ob es überhaupt reicht. Tschüss. Oh. Nehmen wir uns doch mal glatt mit. Anderer Weg bleibt mir jetzt nicht übrig. Ich muss das leider machen. Ja, der Weg sieht dabei ein bisschen lang aus da nach hinten. Geht es dann wahrscheinlich weiter. Boah, das war echt knapp. So, der nächste Block. Dass man das machen muss, ist da echt ein bisschen doof. Boah, das ist auch ein bisschen arg weit jetzt. Das war jetzt nochmal mit einer letzten Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwann überhaupt mal Ausdauer kriegt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist der Zug. Ich glaube, den kann ich da runterschieben. Da kann ich hier den kürzeren Weg nehmen, oder? Da hinten komme ich jetzt dann da hoch. Ja, dann komme ich dann hier zu diesem Block eventuell. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Speichern wir hier erstmal ab. So Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.